Ja, los wieder der Martin mit einem neuen Let's Play und zwar Fast Break College Basketball, um auch eine Basketball-Simulation auf dem Kanal zu haben. Ich habe also das Team aus Chicago State oder von der Chicago State übernommen. Wir schreiben das Jahr 2011 und meine neue Aufgabe ist es eben, dieses Team zu führen. Kurzer Überblick über das Spiel. Ich habe es schon lange auf der Platte, ich muss gestehen, noch nie gezockt. Das soll sich jetzt ändern. Was ganz interessant ist, man kann von diesem Spiel in die andere Simulation oder in das andere Spiel, wo man den Profi-Basketball simuliert, kann man das Draft-File übernehmen. Also das heißt, das ist eigentlich ein sehr interessanter Ansatz. Ich werde mich um die Aufstellungen kümmern, um das Recruiting, um die Spielplanung und um die Verpflichtung der Assistenten. Das Saisonziel meines Besitzers ist es, 50% zu haben. Team Snapshot, hier sehen wir also natürlich noch keine Statistiken drin, da ich die Mannschaft erst übernommen habe. Team Schedule, das sind die Spielplanungen. Coaches, die habe ich verpflichtet. History haben wir noch nicht. Auch der Athletic Director, der gibt uns als Ziel, 50% Gewinne einzufahren. Der Rooster sieht so aus über die einzelnen Spieler, da gehen wir natürlich noch drauf ein. History, da haben wir alle noch nichts. Ja, gut. Wir sind im Moment in der Preseason. Es geht darum, jetzt den Juni 2011 zu simulieren. Das mache ich jetzt auch mal. Ich muss das Spiel leider oft speichern. Ich habe es heute Nachmittag mal kurz angespielt und hatte dann ein paar Abstürze. Neun Road Opening Games. Drei neue Spieler können wir verpflichten. Also wird spannend. Ich bin wirklich gespannt, was mich hier erwartet. Wenn man nochmal auf den Hot Seat. Ich bin 43 Jahre, also das entspricht auch meinem wirklichen Alter. Wir haben den 1. Juli. Wann sind die Spiele? Ja, im November geht's los. Also da können wir den Juli noch simulieren. Auto-Recruiting, das machen wir jetzt mal so. Das heißt, wir verpflichten unsere neuen Spieler. Und immer schön speichern. E-Mail. Müssen wir noch Spiele, Freundschaftsspiele abschließen? Und wir simulieren wieder. Und dann soll es das jetzt auch schon bald gewesen sein. Also ich simuliere jetzt noch bis zum, ja, ich denke mal bis zum Oktober. Jetzt sind wir ja im 1. August. Parallel dazu wird dann ja auch ein Safe Game gestartet werden von der NBA. Erster September haben wir schon. Mal schauen, ob wir jemanden verpflichten können. Ich habe keine Ahnung, wie Chicago State,
wie die Mannschaft ist, ob die gut ist, ob die schlecht ist. Chicago ist halt irgendwie eine meiner Lieblingsstädte, wenn ich noch nie da war. Der 1. Oktober. Das Recruiting, hier sehen wir es. Very high. Joseph Martino. Jetzt wieder speichern, bevor mir das wieder abstürzt alles. Hat 3 von 5 Sternen. Wie sind die Spielpläne? Ich weiß wieder nicht mehr. Im November geht's los. Wir sind im Oktober. Das heißt, wir simulieren den Oktober. Und dann geht es ja schon bald los. Allerdings nicht mehr heute. Wir spielen alle Vorbereitungsspiele. Ah. Wieder ein Freundschaftsspiel. Gut, das schauen wir uns dann nächstes Mal an. Wie gesagt, das sollte jetzt nur mal eine kurze Einführung sein in unser neues Safe Game. Ich speichere es jetzt wieder und würde mich freuen, eure Meinung dazu zu hören. Bis bald.